Boah, der Kram ist halt wieder so nett, ey. Stellst dir einfach noch ein bisschen auf die Weide, ne? Ups. Mensch, jetzt hock dich doch mal in die richtige. Ich bleib hier alles stehen. Was wir können. Ja, was denn? Ist doch nichts los hier. Na eben. Nee, da, aber. Dann, wenn du es nicht erwartet kommst. Aber so kommst du wirklich mal ein bisschen zur Ruhe. Wenn du die ganze Zeit am Rennen bist, ja, kommt dein Spieler nicht zur Ruhe. Ja, ja. Vor allem brauche ich nachher Ruhe, um mit dem Kampfstab von Grayskull die Gegner wegzuplätten. Wir sind ja schon am Erf, ich dachte, Scheiße. Ja, ja. Also ich sehe auf der Feuerwehr sehe ich soweit keinen und auch im ATC sehe ich soweit keinen. Allerdings muss ich sagen, die blöden Scheiben beim ATC, die reflektieren das Licht so dermaßen bescheuert, dass oben fast alles nur weiß ist. Oh, das ist aber nicht so toll. Wo wollen wir hin? In die Zeltstadt oder ins ATC? Weder noch. Ich würde sagen, wir benutzen die Wälder und suchen uns was zum Schlachten. Tiere? Nee. Okay. Bila. Okay. Dann folgen wir dem Kraber mal unauffällig. So, hier, das ist mit meinem roten Rucksack. Ich habe einen orangen. Der ist genau ganz in Lila. Ja, mich sieht man nicht. Ich bin getarnt. Lass sie mir dem glauben. Besser ist das. Ja. Ja, wenn's dunkel ist, ist er genauso grau wie jeder andere Arsch auch, ja. Ja, das stimmt. Wie war es in der Nacht? In der Nacht ist jede Katze grau. Mhm. Wann, du bist bei Graber? Ja. Alles klar. Laufen wir mal runter an die Mauer, oder? Gucken wir, ob wir da was. Genau, ich werf den einfach meinen Streitkolben in den Kopf. Das finde ich eine super Aktion. Will ich ja so ein bisschen feiern. Wird langsam neblig hier, ne? Es wird langsam dunkel. Ich müsste das Licht anmachen. Also ich sehe vor den Hangern und an der Mauer relativ wenig Bewegung. Das heißt hier relativ wenig, gar nicht, oder? Ja. Ein bisschen. Ja, Blätter rauschen, ne? Richtig. Also ich gehe auch davon aus, dass sich da ein ATC niemand dran traut, ey. Nee. Also bei einem vollen Server muss es schon Eier haben oder bescheuert sein. Das machen wir doch jedes Mal. Mhm, wir sind bescheuert. Doch bescheuert und haben dicke Eier. Gehen wir nach innen oder bleiben wir außen? Ah, ich geh mal nach innen. So, Manni, ich würde gerne mal ein bisschen ran. Hier ran. Ja, zu den anderen runter. Manni, lass mich doch mal ein bisschen ran. Jo. Ein Scope wäre jetzt nicht schlecht. Deine Interpretationsweise finde ich sehr interessant. Für deine Streitaxt ein Scope? Nee, aber ich habe einen Rangefinder. Nee, womit jetzt, Krava? Was? Rumschleichst. Tada! Hui! Ich bin jetzt in dieser kleinen Hütte. Ich will das bestimmt sehen, da reingehen sehen. Okay, ich sehe dich. Mhm. Du seid da drüben auf einer Seite mitten auf dem Feld in der Hütte? Nein. Welche Hütte? Wo seid ihr denn? Wir sind auf der Seite, wo wir rangelaufen sind. Ja. Wenn du durch so eine Öffnung, durch eine Toreinfahrt gehst, stehen ja rechts immer diese grünen kleinen Eingangshütten, sag ich mal. Aber wo bist du? Ich bin hinter dir. Okay. Also ob ich den Rangefinder nur benutze oder mit der Maze rumlaufe, ne? Das ist ja wohl vollkommen lax. Ich lasse dir erstmal 10.000 Meter Vorsprung, bis ich komme. 10.000 Meter, dann sind wir an der Küste. Oh, ich bin durchs Gebäude durch. Scheiße. Komm jetzt mal, ich laufe hinter dir. Yay. Aber wir müssen Spieler sein, hier gibt es nicht mehr Zombies auf dem Airfield. Spazierst du gerade? Also ich dachte, hallo. Hallo. Ich habe einen Spieler am Baum entdeckt. Das bin ich.
Ihr seid schon durch die Mauer durch? Ja. Ja. Wir laufen schon Richtung Norden. Wo bist du denn, Vanni, jetzt? In der Tanne. Ja, ich renn weiter. Gut. Seh dich, ich kann mich nicht übersehen. Lauf. Hi ho. Captain Lila. So voll wie es eigentlich ist, müsste doch eigentlich mal ein Spieler hier sein, oder? Yep. Die haben sich alle abgesprochen. Du weißt doch, wir sitzen hier eine Zeit lang auf dem Airfield und dann kommen sie gleich in 5000 Teams auf einmal. Ja. Ich bewege mich mal zu dieser Rundhütte dahin. Die ist mal schön besucht. Ja, ich komme mit dir. Rundhütte? Da ganz nach Norden? Ja. Ja. Okay. Ganz gechillt. Ja, ganz so gechillt wie du bin ich im Moment nicht. Weißt du auch, warum der Happy Mind erst so stirbt, ne? Die letzten Male hat man mich immer sauber in den Rücken geschossen. Ja. Da konnte er nichts für. Das eine Mal habe ich sogar versucht, den Max mit meinem Leben zu verteidigen. Und es hat geklappt. Mein Leben war danach vorbei. In welcher Situation war denn das? Feuerwehr unten drin. Ah, stimmt, richtig. Hörst du weiter, Krava? Ja, immer so ein bisschen. Außerdem hat es den genetten Vorteil, wenn du hier so lang schleichst, bist du nicht so gut zu sehen, weil die Pixelbewegung so langsam ist, dass es eine Blätterbewegung sein könnte. Ich bin jetzt an der Straße. Ja, Straße? Wo ist denn die Straße? Wenn du rangekommen bist an die Mauer links rum, da ist ein blaues Tor. Schui. Ja. Ah ja, okay. Wow. Ich habe mich unter den Busch geworfen. Ich bin in der Tanne, in der du gerade durch bist. Mhm. Ja, aber man eine Tanne weiter, weil die Kacke hier ist. Da ist Kacke. Das ist ja, scheiße. Das ist Kacke. Die sollten Kacke. Ja eindeutig wieder Hunde und Zombie-Toiletten einführen. Hm. So, ich guck mal, ob ich irgendwas sehe an der Baracke von hier oben. Also ich sehe mal gar nichts. Nee, ich auch nicht. Geh mal in die Baracke. In die Halbrunde? Jo. Alles klar, ich geh in die dahinter. Eine Flare, ein B-Pod. Ein Haufen, SVD-Max. Okay. SVD Max. Ja. Okay. Oh, bin durch die Wand durchgebackt. Auch cool. Hallo. Kommst du rein? Jo. Vanni, wo bist du? Eigentlich war ich neben dir. Hier ist noch eine. Ich bin zur Mauer runter. AKSU liegt hier noch. Dann? Oh, das ist cool. Hier liegt auch noch eine AK-74. Ist auch cool, aber kein Mac dafür, ne? Nee. Wo auch immer du die AK siehst, ich sehe keine. Hier, warte mal, weil hier irgendwo war sie gerade. Hier. Oh ja, und eine SKS. Wie bist du jetzt schon wieder hin? Hier ist noch ein bisschen AK. Ein Stück nach Norden. Ich tausche meine Mace gegen die AK, vielleicht finde ich ja irgendwann mal nochmal einen Mac. In. Ich hab. Aber ja, guck mal. Aber du machst mich fertig, ne? Warum? Weil du läufst, dann bleibst du stehen, dann läufst du, bleibst stehen. Ja, ich will gucken. Er ist total inkonsistent. Wenn ich da, weiß nicht, einen Kilometer durchstratze, kriege ich überhaupt nicht mit, ob irgendwo links oder rechts Spieler mich sehen oder. Ja, aber dann nicht mitten im Wald. Ja, wo denn sonst? Soll ich aufs Airfield drauf rennen? Nein, das machst du. Ich will gesagt, das hat eh keinen Sinn. Richtig. Nee, mit dem Kraber diskutieren macht keinen Sinn, das ist wohl wahr. Du rennst gerade an mir vorbei. Ich weiß. Ja, mal gucken, haben wir hier irgendwas Schönes. Immer noch keine Bewegung. Oh, hier ist eine Tonne. Hier ist eine Tonne. Und ist was drin? Die ist leer. Die ist leer. Ja, tja.
So, Max, jetzt räum doch mal hier aus, damit hier nochmal ein Magazin für mich spawnen. Das können ich so ausräumen. Ey, für dich mache ich das, gell? Sehr gut. Ja, ich habe so viel Essen dabei, das kann ich nicht aus weglegen. Oh. So, die AK ist cool. Zwei AK ist cool. Okay, aber wieso wird nicht so hell jetzt? Wo bist denn du? Da drüben war nichts. Ein bisschen näher ran. Ne. Nur noch eine. Was war denn da? Also eventuell habe ich hier noch eine zweite AKSU gerade gefunden. Ja, die habe ich auch gerade gesehen. Wo genau? Hier in dieser Baracke. Ich habe noch mal einen B-Port weggeschmissen. Richtung der Baracken. Also wieder an der Mauer? Nee, ich bin ein Stück weiter zum Airfield dran. Zweite, dritte Baumreihe. Seh dich. Ja, genau. So, ich lege mal kurz meine Waffen ab, dann kann ich die nämlich hier mitnehmen. Die Mace of Grayskull werde ich jetzt auch loswerden, dadurch, dass man sie ja nicht drücken, auf den Rücken packen. Das ist doof, das ist echt doof. Ja, so eine voll geile Porno-Maze, ey. Damit hätte ich jetzt echt Bock, irgendwie so Bambi-Slayer zu machen. Ich sag mal, ist aber auch komplett unauffällig, dass wir jetzt mal gerade auf einem relativ vollen Server ja. Die Dings ausräumen, ne? Ja. Aber wer kann, der kann, oder? Ja. Ja. So, ich guck mal in die Zeltstadt rein. Oh, hier ist eine Pumpgun. Ist das nächste deine, gell? Das ist meine. Weiter? Ach, wir sind hier nee. Schon. Ja, wir sind hier Wo schon. Wo seid ihr denn? In der Halbrunden? Nö, ne, daneben. Ja. Ah, hier ist noch eine AKSU. Kannst du die noch mitnehmen? Okay, komm zu euch. So, dann schmeiß ich die Pumpgun. Oder daneben? Daneben. Wir switchen immer, Barney. So. Oh, noch ein Rangefinder und ein Knicklicht. So. Ich bin jetzt mal gerade in die Halbrunde rein. Happy, Quatsch, Krabba, du bist wo? Ich bin südlich von euch. Bei der Straße dort. Gucke direkt auf die Baracken. Also ich sicher, falls jemand von außen bei euch kommt. Okay, alles klar. Es ist echt irgendwie zu ruhig für Airfield, gell? Mhm. Ich erwarte nur, dass gleich von irgendwo so ein Plop kommt und ich tot umfalle. Ich würde versuchen, deine lila Jacke zu retten. Die Hose ist wichtig, die Hose ist wichtig. Okay. Die ist das Seltenste, was ich aktuell am Körper trage. Weißt du, was dann passieren würde, wenn du neu spawnst? Ich hätte vielleicht rosa Schuhe. Du hast die rosa Schuhe an, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es so sein. Wollen wir ihn mal schießen? Haben wir noch Spaß? Wen erschießen? Jemanden erschießen? Den Krava. Achso, damit er nicht seine rosa Schuhe kriegt. Nee. Geh doch einfach mal scheißen, ey. Wieso? Wir können die Hose ja safen. Wir schießen ja auch in den Kopf. Ihr seid so nett. Finde ich auch. Ja. Was ist los? Also hier in der Baracke ist noch nichts nachgespawnt für dich, Happy. Auch kein AK-Mac. Nö, hier ist auch null drin. Was? Ich geh mal kurz in diese großen Lagerschüppchen. Ja, mach das mal. Also in der Zeltstadt ist natürlich die Chance da, dass da eine AK-74 Max spawnt, gell? Ja, sonst gehe ich da halt gleich nochmal hin. Aber dann lass uns so, dass wir ein bisschen, dass ich dann zumindest in den Wald sitze und mitschauen kann. Dann kann sich der Krabbe auch immer umpositionieren. Dann kann der auch vielleicht in die Zeltstadt schauen. Ja, ich gucke erstmal noch so ein bisschen Airfield ab. Ja, klar. Umpositionieren. Umpositionieren. Ja, es ist spät. Die Sprache ist schwer. Der Tag war lang. Aber dann. Dann gab's einen Headshot. Oh ja, ha. Wanni, bist du noch da? Wanni sitzt wahrscheinlich gerade alleine in der Baracke und wird gleich getötet. Ja, ich geh mal zu ihr und pass ein bisschen auf sie auf. Ich könnte sie auch einschließen. Das können wir tatsächlich machen. Das können wir sogar machen, ja.